Die Leistungen von der Ortsgemeinde Fragranz, eben hier beim Schloss Fragranz. Heinz Lutz, du bist Präsident, gell? Der Ortsgemeinde Fragranz, ja. Was sind denn eure Leistungen? Unsere Leistungen sind unter anderem eben das Schloss, das wir haben, Tag des offenen Hofes, das wir heute zum dritten Mal machen. Dazu sind Familien eingeladen. Und dann haben wir noch drei Auen, die man hier sieht. Wir haben den Wald, wir haben Alterswohnungen, haben die Alpen. Da können heute gerade 400 Tiere haben von uns. Und jetzt würden wir vielleicht ganz kurz mal raufgehen. Mal schnell schauen, was wir da heute den Kindern, vor allem den Kindern, anbieten würden. Also du bist da quasi eigentlich der Schlossherr, hä? Ja, ich bin der sogenannte Schlossvogt. Bei uns gibt es einen Alpvogt, Schlossvogt, das kommt von früher her. Und das ist einfach das Ressort, das zuständig ist für Schloss. Da ist die Welt noch in Ordnung, du bist noch der Vogt. Ja, es ist der Name, aber leider nicht die Macht, das wäre manchmal einfacher. Im Schloss Fragranz haben wir heute das Restaurant, das seit 1906 gibt es das. Und dann haben wir den Torkel vom St. Gallischen Weinbauverband. Und dann haben wir das Museum Fragranzer Land im Schloss Turm. Und daneben haben wir ein Schlossmuseum, das einheitlich unter einer Führung ist, mit dem gleichen Eintritt. Und dann haben wir noch im Estrich oben eine Galerie. Das sind 2 bis 3 Jahre Ausstellungen. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie sich bei mir melden. Und das auch das ganze Jahr, nicht nur gerade, jetzt, gerade heute, oder? Natürlich. Nein, das Restaurant, aber 2 Monate dazu, Januar, Februar. Und dort ist ein Kaiser drauf. Und meine Frage wäre jetzt, ist das jetzt der Vogt oder ist der Kaiser der Chef? Das sind 2 verschiedene Sachen. Wir haben das Schloss verpachtet, das Restaurant verpachtet. Und das ist der Pächter hat eben auch seine Rechte. Und sonst müssen wir das anders machen. Ja, dann gehen wir ruhig schauen. Ja, gehen wir mal schauen. Ja. Hier haben wir einen Vorhof-Ritterspiel. Und dann bieten wir Pixel an. Bieten. Und dann haben das ist ein bisschen neu, das Pixel. Ja, das sind Schlüsselanhänger. Und dann haben wir im Schlosshof Holzspielzeug ohne Energie, wie früher. Wir laufen mal, hä? Ja, wir gehen mal schauen. He? Gehen wir mal zum Graf hier, zum Ritter, als er uns vorstellen kann. He? Was ist denn da für ein Ritter, für einen speziellen hier? Ja, wir geben ihm ganz schnell das Wort hier. Darfst du da ohne Name sagen? Du bist doch der Ritter, der Gerold, oder was bist du? Ja, Gerald. Gerald? Ja. Gerald. Von Ameningen. Mein Gott, bist du echt adelig, oder? Nein. Nicht alle Ritter waren adelig, aber alle Adligen waren Ritter praktisch, ja. Und die letzten 700 Jahre hast du gut überlebt? Ja, doch, man schlägt sich durch. Warum ist gerade dieser Ritter, der von Ameningen? Weil wir wohnen auf Ameningen. Das Flurstück heißt tatsächlich so. Und als man mich beim ersten Mal gefragt hat, wie mein Name ist, ist mir nichts Besseres eingefallen, als meinen echten Namen zu sagen, Gerald. Oh, Moment. Und Ameningen, der Handschuh wollte sich. Ma. Siehst du. Also du bist echt? Ja. Der Handschuh ist angemacht, dass man nicht verliert. Ja. Und aber schon schön in der heutigen Zeit zu leben, als früher, oder? Ja. Aber das haben die damals auch gesagt. Aha. Und in 800 Jahren werden es die Leute wieder sagen. Was hat sich denn vor allem verändert? Die Technologien. Aha. Hauptsächlich Technologien. Wir können heute viel mehr schaffen, bewegen als im Mittelalter. Im Mittelalter war alles noch viel mehr Handarbeit. Ach so. Und viel aus heutiger Sicht mühseliger. Aber deswegen waren die Sachen trotzdem sehr gut. Aber jetzt du als Ritter hattest doch sicher früher viel mehr zu sagen, als du jetzt als Privatperson dazu sagen hast, oder nicht? Nein. Das Interessante ist, dass schon damals Mehrheiten um sich scharen mussten, wenn man was bewirken wollte. Oh, du, Heinz, hey. Ah? Das ist ja alles das Gleiche wie früher, du da so. Ja, es ist. Möchtest du jetzt ein Ritter sein, wenn das ja, so das kommt ganz zur Umgebung davon, was für Leute das man hat. Man ist eben nur so gut wie die Umgebung, vergisst eben viel, oder? Vor allem jetzt gerade in der Politik, da sind alle gut, aber die Umgebung ist fast wichtiger. Ja. Also Ritter, ich muss ja sagen, ich heiße Vorburger. Ich habe es nicht ganz geschafft. Das waren wahrscheinlich früher die vor der Burg gehaust haben. He? Kannst du dich noch erinnern an die Zeit von damals, vor 700 Jahren? Wie hätte es hier ausgesehen, so ungefähr? Kannst du mal ein Bild malen davon? Ja, also vor 700 Jahren hätte hier das Ganze nicht gestanden, sondern nur der Turm. Ach so? Ja. Die meisten Burgen in der Zeit, vor 750 Jahren etwa, bestanden aus Holz, waren Motten, also kleinere Türme auf einem Hügel, auf einem kleinen Erdhügel, nur zur Verteidigung. Waren schnell aufgebaut und günstig. Und die Steinburgen waren natürlich sehr teuer. Drum heißt es auch steinreich.
Da muss man schon viel Geld haben, um eine Steinburg bauen zu können. Und die ist dann im Laufe der Zeit ist die erweitert worden, auch um Wohnkomfort wegen und so weiter. Viele Burgen werden aufgegeben, nicht weil sie erobert wurden oder weil sie überflüssig waren, sondern weil sie unbequem waren zum drin wohnen und auch schlecht zu erreichen. Aber ja. Ich nehme es an, du bist ein Süddeutscher, oder? Ja, ja. Also die Berliner sagen Nordschweizer? Ja, beides. Ja. Ja. Ursprünglich schon. Und an der Grenze. Und was genau verbindet denn dich jetzt zu Sagans? Ja, wir sind nach Walenstadt gezogen, also eigentlich Ammeningen bei Mols. Ja. Und da hat es uns halt nach Sagans immer wieder mal gezogen. Ja. Und dann haben wir hier den Mittelaltertag machen dürfen oder mitmachen dürfen in Sagans. Und so haben wir auch einen Heinz kennengelernt, der hilft uns. Und ja, so ist das entstanden. Ja. Apropos Heinz, Grundbüchler. Ja. Eigentlich in Pension, aber immer noch aktiv. Also ein Pensionist im Unruhezustand. Also, wie war denn das damals mit dem Grundbüchler? Ja, das ist eigentlich schon gut gegangen, oder? Aber es ist auf der nebenbei gelaufen und man ist eher noch mehr leistungsfähig am Abend, oder? Und am Wochenende, oder? Und heute spürst du auch etwa die Hörli. Also auch dort denkst du, Digitalisierung hat etwas gebracht, aber nicht alles. Es ist früher schon gegangen, he? Ja, Digitalisierung bringt sicher nämlich, aber viel Geld verloren, das persönliche Gespräch. Das wird viel mehr verlangt von den Leuten anonym. Ich bin jetzt ja in Lindebni, Grundbuchamt Gasten, am Arbeiten. Und da sieht man es einfach, dass es wichtig ist, der persönliche Kontakt mit den Leuten. Was ist auch wichtig, dass der Ritter den persönlichen Kontakt endlich darf suchen, gell? Ja. Da gehen wir mal rein, oder? Ah, übrigens, das ist das Wappen da. Ja, genau. Ja. Das hat das in Wallenstadt oder Molzers gesagt, vor der Haustür. Nein, das ist das Ammeninger Wappen, das Familienwappen der Ammeninger. Ja schon, aber ist es jetzt nicht mehr bei dir im Haus nicht mehr angebracht? Nein, das trage ich auf meinem Schild mit mir herum, weil man das Gesicht nicht mehr sehen kann, wenn man den Helm auf hat. Ja. Deswegen wurden die Wappen auf das Schild gemalt. Was denn, den Helm? Den kannst du aufsetzen? Ja klar. Ja, das glaube ich jetzt aber nicht, versuch mal. Jetzt hast du mich aber herausgefunden. Ja, eben. Dieses Blechding da. Gut, es hat nur 15 Grad, das ist ja keine Herausforderung. Nein. Ja, jetzt macht das Ding, gell? Aber wenn du willst, darfst du ihn mal aufsetzen. Nein, ich filme uns. Sie sind hinten, sind sie schon. Oh, super. Ja. Der Blechritter. Und die Sehschlitze, klar, zum Durchgucken. Und je kleiner die Schlitze sind, desto schlechter sieht man, aber desto weniger Pfeile kriegt man ins Auge. Ah. Und ein bisschen was kann man auch durch die Löcher hier unten sehen. Ach so, weniger Pfeile. Also angriffslustige Leute haben da Probleme, die Pfeile. Ja, genau. Darum macht man die Sehschlitze möglichst klein, ja. Aber dann sieht man wieder schlecht. Darum macht man sie wieder ein bisschen größer. Also ein Kompromiss. Jetzt haben Sie irgendwie gefragt, wann kommt der Ritter endlich? Sie waren schon ganz ungeduldig. Also damit du keine Pfeile kriegst, du lässt das Ding jetzt an, oder was? Nein, hier kommen ja keine Pfeile. Achso, okay. Außerdem, weißt du, ich höre zwar noch recht gut, aber ich kann nicht mehr hören, woher die Geräusche kommen. Unter dem Helm ist ein bisschen das Stereo-Hören verloren gegangen. Ja, dann gehen wir mal rein, oder? Dann gehen wir mal rein, oder? Ja, genau. Gibt es heute einen Ritterschlag? Für Kind gibt es einen, für mich nicht. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht gefolgt. Oh! Ja, ich habe nicht können üben da. Also nicht geschafft. Ja, er kommt nachher wieder. Du Heinz, es hat etwas beschäftigt mich noch. Der Herr hat gesagt, er kommt daher wegen der Kinder, damit die einen Ritterschlag überkommen. Ja, das machen wir jetzt gerade. Aber er, hallo? Er sieht so brav aus. Er kriegt keiner über. Nein, das ist eigentlich nur für Kinder. Mein also Gott. Gehen wir mal schauen. Auf was warten ihr jetzt? Auf einen Ritterschlag, gell? Ja. Habt ihr Angst? Nein. Hey, wer kommt euch da auf euch zu? Gibt es einen Schlag da? Schaut mal an. Ja, da müssen wir noch thematisieren, ob wir nicht einen Ritterschlag überkommen, nicht? Ja, können wir nachher den Gart. Ja. Ich gehe schauen mit dem. Gell, also. Oh, jetzt achten. Ruhe! Wir werden jetzt die Knappen, die die Ritterausbildung bestanden haben, ruhmreich zum Ritter schlagen. Alle Knappen, die die Ausbildung bestanden haben und ein solches Dokument mit allen Kreuzchen haben, sollen jetzt vorkommen, damit ich sie zum Ritter schlagen kann. So, stellt euch mal alle da hinten hin. Alle, die das verstanden haben, gehen dahinter. Komm, die Hand. So, ja. Ja, Ritter haben keine Angst. Komm, so jetzt. Ja. So, haben wir alle? Sind alle da?
Also gut. Aber bevor ich euch zum Ritter schlage, müsst ihr einen Eid schwören, dass ihr, wenn ihr Ritter seid, immer die Wahrheit sagt, den Schwachen helft, immer euer Wort haltet, immer macht, was Papa und Mama sagen. Ja? Also, wenn ihr das alles versprecht, dann sagt jetzt, ich verspreche es. Ich verspreche es. Ja, du auch? Du auch? Ja? Ja. Also gut, dann schlage ich euch jetzt zum Ritter. Emil, Knie nieder. Knie nieder, hinknien. So. So ja, so ja. So ja. Emilia, ich schlage dich hiermit zum Ritter Emilia. Erhebe dich, steh auf. Steh auf und hol dein Schwert. Okay? Genau. Und wie heißt du? Carmen. Carmen. Mami! Ich schlage dich hiermit zum Ritter Carmen. Erhebe dich. Schlage dich hiermit zum Ritter Jonas. Erhebe dich als Ritter. So, komm. Knie nieder. Hinknien. Ja. Ganz runter. Beide. So, ja. Wie heißt du? Zeig. Gianluca, ich schlage dich hiermit zum Ritter Gianluca. Erhebe dich. So, komm. So, setz deine Brille ab. Gut. Und wie heißt du? Janina. Ich schlage dich hiermit zum Ritter Janina. Erhebe dich als Ritter. Aber das hat sie ganz verzweifelt mal mitgerufen. Ich will zeigen und zeigen. Wo bist du? Ja, da am Schauen. Ha? Aber sie hat eine riesige Freude gehabt, zum Schauen, gell? Ja, ja. Mutig und eine riesige Freude. Ja? Genau. Aber komm, jetzt probieren wir es mal. Komm schnell mal an. Wir probieren es mal. Sollen wir mal? Ja, sicher. Komm schnell mal. Er fehlt eben die Ohrfeige. Jetzt ist Marti. Und alles im Griff? Ja, ja, sicher. Unglaublich viele Leute, gell? Ja, es geht. Ja, ja, aber mal. Wir haben Freude, wenn viele Leute da sind. Gut. Mama, hier nehmen wir den Mittag. Wo ist er? Und was geht so? Ah, da kannst du Gold schiessen. Ja, da kannst du Gold schiessen. Und dann musst du unten dran. Ah, da musst du unten bewegen. Ja, da hast du einen Magnet. Ah, ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Spielen Sie daheim ja mal auch? Wir spielen viel daheim. Ja. Ja. Habe ich gerade gedacht, gell? Sie sind ziemlich geduldig hier. Sie machen es gerne. Ja. Ja, sie machen es sehr gerne. Wie viel geht er? Er kommt dort zurück. Aha! Ach so, oh. Er zücht eins und du musst es schmecken. Ich soll es probieren fangen, ja. Oh je. Jetzt. Innen weg, unten. Nein! Hallo, Spieler. Sie auch. Hat sie es auch gesehen? Hoi, Bravo! Super! Hat sie gut gemacht, gell? Ja. Um was geht es da? Was musst du machen? Ja, ich auch nicht weiss. Ach so, das ist wie ein Flipper, gell? Ja. Probieren mal. Hoi, hoi, schau jetzt. Hey, jetzt hast du das erste Mal getroffen hier oben, he? Super. Ja, aber sehr gut.
Gut, also einmal geteilt durch zwei. Heben mal. Und noch lila. Ja, lila. Die hier? Nein. Die gefällt dir nicht? Die. Nicht heben. Lila möchtest du? Violett ist das im Fall. Gut. Violett. Jawohl. Einmal. Und nochmal eine. Jawohl. Und dann tun wir es zusammen machen. Dann lassen wir noch ein bisschen für die Fühler ein bisschen. So. Geteilt durch zwei. Behalte zusammen machen. Dann machen wir noch Knick in die Leitung. So, einmal, zweimal. Und dann noch den Flügel reinschoppen. So. Was fehlt jetzt noch? Der Bauch natürlich. Also, gehen wir auch suchen, den Bauch. Ein Ohr. Orange habe ich keinen von denen. Gut, dann brauchen wir da auch noch ein bisschen Luft rein. Ein Knopf. Und das Gurgeli. Und das Füdli nicht vergessen. Ja, der Kopf, das Gurgeli und das Füdli nicht vergessen. So, und jetzt müssen wir noch alles ans rechte Ort. Dann, jetzt kommt das Wichtigste. Ein bisschen Speizen. Da. Und dann muss man fest blasen. Habt ihr gesehen? Ja. Nochmal. Ein bisschen die Beizahne tun. Und helfen mir blasen. Jetzt haben wir die Fühler. Warum sind alle so still? Ist nicht gut gewesen. Guck mal, ein Gesicht. Ja. Dein Schmetterling. Und du willst ein Schwert, okay. Das ist Füdli. Das ist Füdli. Das cool. Ist wunderschön. Cool. Ah. Macht recht gut, Richtung. Gell? Ja. Du musst nicht immer wieder super. In die Richtung. Wahnsinn. Dann führen wieder. Was habt ihr zugeguckt? Kein Problem für uns zwei, oder? Nein. Bist du zufrieden? So. Ja, siehst du, das geht locker, gell? Ein bisschen zu Mittag essen, dann kann man es selber auch. Du, Judy, gell, als Lehrerin kann man das natürlich locker, kein Problem. Ja. Da sind wir im Rittersaal vom Schloss Arganz. Viele Kinder kennen ja das Schloss Arganz von ihrer Schulreise her, das gehört immer zum Programm. Und dann gibt es noch den Schnittbogen, seit Jahrzehnten Schloss Arganz. Es gibt einen ganz kurzen Einblick, wenn Sie Interesse haben, können Sie mal vorbei. Jetzt sind wir im Rittersaal und hier ist Tische für einen Anlass von heute Abend. Im Rittersaal haben wir die Wappen von der Ortsbürger, die 1899 den Beschluss zugestimmt haben. Und das Schloss war 1899 eine Ruine. Also es war viel Land dabei, man hat vermutlich eher das Land gekauft als das Schloss und dann hat man es renoviert. Und hier sind die Wappen angebracht von den eidgenössischen Vögten. Während 300 Jahren haben 186 Vögte geherrscht. Das ganze Land war Untertanengebiet und da hat es gute und schlechte gegeben. Wie es heute auch öppen ist. Kann man doch alles nachlesen. Aber jetzt wegen dem Tisch, also da kann man wirklich, der Saal, den kann man nutzen. He? Der Saal kann man nutzen für Hochzeiten. Und zum Beispiel das Krimi-Dinner ist heute Abend, wo die Familie Kaiser durchführt. Die sind jetzt über 30 Jahre da wird. Und da finden Tagungen statt. Man kann auch heiraten auf dem Schloss Arganz. Und unsere Bürgerversammlung, unsere Anlässe von der Ortsgemeinde findet hier statt. Ich muss sagen, es ist wirklich ein lebendiges Schloss. Also auch mehrfach ausgezeichnet, das Museum, der Turm und so weiter. Also es ist wirklich eine lebendige Sache. Es ist lebendig, es muss nämlich laufen. Und es gibt eben Spitzenzeiten, wo viel los ist und dann wieder die toten Zeiten.
Aber heute ist ein sehr schöner Anlass. Wir haben ihn zum dritten Mal durchgeführt. Wir haben immer schön Wetter. Demzufolge sind wir sicher brav gewesen, immer. Das glaube ich nicht, aber es ist schön Wetter. Ja, ja, richtig, richtig, ja. Richtig, ja. Und das tut unseren Trauben gut, oder? Wir haben ja. In unserem ganzen Land haben wir ja sehr schöne Reblagen. Und eben, wie ich gesagt habe, da unten haben wir eine Ausstellung von den St. Galler Wein. Und ich will natürlich nicht vergessen, den Turm, gell? Auf der verschiedenen Etagen natürlich. Ja, historischen Verein geführt. Und sonst können wir noch schnell einen ganz kurzen Blick reinwerfen. Das haben wir schon gemacht. Also, das haben wir mehrmals gezeigt, eben bei Rheinwelten TV und so. Mit dem Matthias Buck sind wir durchgelaufen. Ja, richtig. Aber einfach, was mir auffällt im Vergleich zu vielen anderen Schlössern, es ist wirklich lebendig. Du hast gesagt, Beiz hat zwei Monate geschlossen. Natürlich, das Museum ist auch geschlossen in den kältesten Zeiten. Aber sonst natürlich, also die meiste Zeit des Jahres ist es wirklich für jedermann übernutzbar. Ja, richtig. Sie ist offen. Und es ist einfach der Sonne. Wir haben jetzt wohl einen schönen Tag, aber wenn es dann eben regnet oder schneit, dort sind hier recht um das Schloss beischen und dann kommt manchmal der Schlossgeist auch anführen. Jetzt gehen wir eben miteinander mal in Palas Estrich. In die Schlossgalerie, oder? Schlossgalerie auch, ja. Gehen wir da drauf, wo 2 bis 3 Mal im Jahr Ausstellungen stattfinden. Jetzt momentan haben wir fast Glarnerwoche. Wir haben das letzte Mal 8 Glarnerfrauen gehabt. Und vorher haben wir aus dem Rintel und Liechtenstein sind 8 Frauen und ein Mann so eine Gemeinschaftsausstellung gehabt. Hier sind wir eben in der Schlossgalerie. Die ist im Palas Estrich untergebracht. Und da haben wir eine Ausstellung vom Schmied aus dem Kanton Glarus. Er hat vor allem Berglandschaften, vor allem Glarnerland. Das Martinsloch hat er ein paar Mal dargestellt. Und der Raum stellt ortsgemein Kunstschaffenden zur Verfügung. Und sie können ihre Bilder ausstellen. Und das ist auch zugänglich? Das ist zugänglich, ja. Das ist auch zugänglich. Da können die Leute rauf, die ins Museum gehen oder ins Restaurant. Und können hier unten die Bilder anschauen. Ich war schon viel im Schloss. Ich war schon mit dem Hans B. Hobby, Theatergruppe und eben natürlich in der Kante. Ja. Das war schon 68 bis 72. Ja. Aber soll ich dir mal etwas sagen? Hier oben bin ich noch nie gewesen. Bist du noch nie gewesen? Nein. Ja, es ist an und für sich es ist ein Raum, ein schöner, eben bei schönem Wetter. Und sonst, wir haben hier kein Unterdach. Das Dach ist 1906 nicht gemacht worden. Das sind die alten Ziegel. Im Winter Schnee jetzt da leider rein, man würde es kaum glauben. Aber es ist eben so. Ich glaube es, ja. Ein Haus, das 300 Jahre alt ist. Ja, beim ersten zu den Biberschanzzeigen geschaut. Ja. Wenn es geluftet hat, sind so Birkenabfall reingekommen. Wenn es geschneit hat, hat es eingeschneit. Aber du, ich kann dir eins sagen, Heinz, man überlebt es. Ja, und jetzt vielleicht noch einmal wegen dem Theater. Ja. 1999 haben wir ja 100 Jahre gehabt, Jubiläum genau. Vom Schloss Ergans. Da hat der Hans Angern ein Theater gespielt. Das geht etwa gut zwei Stunden. Den Film haben wir jetzt im Museum St. Galler und läuft jetzt da. Es ist sehenswert. Und das haben wir Theater hat unten hat angefangen im Rittersaal. Es hat Essen gegeben dazu. Und am Schluss ist man dann da oben gelangt. Und es ist auch von der Geschichte von der letzten 100 Jahre. Darum habe ich es gesagt, das war vor 20 Jahren, ich kann mich noch gut erinnern. Ja. Ja, gut. Und da kann man auch schauen, wenn das man kann man jetzt schauen, genau. Ja, das lassen wir jetzt laufen. Immer wenn du im Turmmuseum drin bist? Nein, immer, jetzt lassen wir es laufen, während der Zeit, wo wir den Tag des offenen Hofes haben. Aber wenn jetzt mal eine Gruppe das dort interessiert, dann könnte man sich anmelden bei dir, oder? Gibt's ja, oder, ich bin jetzt dran. Ich habe vorne, wir die auf Steak könnten gehen und dann geben wir dem Selbstkostenpreis ab. Aha. Dann können Sie das nur schauen. Bis jetzt war es eben nur auf DVD, die man heute nicht mehr hat. Oder? Und die Kontaktadresse blenden wir unten ein. Der Heinz Lutz, Präsident. Ortsgemeinde ist er ganz genau. Einfach. Oder? Ja, du darfst einfach nur wechseln. Ich könnte es dann in einer halben Stunde. Sie haben mir jetzt gerade gut Licht. Jetzt tust du mit dem Stift, gehst du so ein Steinchen, wo du unten siehst, und dann kannst du es nur da drauf kleben. Kannst du mir mal erklären, um was geht es da? Wir basteln heute 2 verschiedene Sachen. Basteln. Wir basteln einerseits pixeln. Das ist das hier. Aha.
jedes Bild, da noch, gell? Bilder, ihr kennt das vom Fernsehen und vom Video und von den Fotos hat es Pixel und dann tun wir mit diesen kleinen Teilen tun wir so Bildchen machen. Aha. Und jetzt hier machen wir mit Glitzersteinchen, machen wir Armbändchen. Dann könnt ihr einfach die so da drauf kleben. Hast du gesehen? Mhm. So da drauf. Und dann, wenn ihr die Farbe gemacht habt, schaust du wieder schauen. Dann tust du die restlichen wieder zurück. Dann nimmst du die Höckchen. Und dann schaust du, welches Höckchen da drin. Mhm. Dann nimmst du das wieder da drin. Ja. Und dann so. Und immer hier zu. Hey, du bist ja Pixelkönigin, hä? Ja, ja. Bist du Handarbeitslehrerin? Nein. Ich denke, dass es eine klare Anweisung ist. Nein, aber ich mache das schon seit 20 Jahren. Aha. Ja, ja, die Spiele und die oben, dann geht das von allein. Meinst du, wäre etwas für den Heinz? Pixlet ist für alle Kinder von 2 bis 95 und älter. Gut so. Hast du auch schon mal eine Besichtigung im Winter gemacht? Ja, im Winter gehe ich in der Regel jede Woche einmal rauf schauen. Und da knistert es und kracht es einmal, dann meint man, der Schlossgeist käme. Weißt du, das eins? Also, das machen wir ab. He? Nächsten Winter gehen wir mal, wenn alles geschlossen ist, mal den Geist kurz miteinander suchen. Im Übrigen natürlich eben, das Schlosser ganz bietet unendlich viel. Und da müsst ihr, wenn ihr alles sehen wollt, wirklich selber schauen kommen. Die Attraktionen heute, das ist jetzt in einem Tag, aber es gibt natürlich wirklich jeden Tag, wo man herkommt, viel Attraktionen, wenn man wirklich Lust hat und etwas will entdecken, oder? Ja, zum Beispiel Familie Kaiser macht etwa 12 Anlässe das ganze Jahr durch. Musik, die verschiedenen Linien. Du hast den Patrick Scott, oder? Er ist ja der Sohn von der Familie Kaiser. Gibt ihm Silvester auch etwas, auch mit noch anderen ja, Stars dabei, ist gell? Ja, berühmte Sänger, oder? Ja. Und heute oben machen sie eben das Krimi-Dinie. Das ist auch von ihm aus. Heinz, gilt ja. Das? Im Winter? Ja, gehen wir einmal. Ja. Oder sonst wollen wir einmal Alarm ins Nacht irgendwo. Genau. Wenn es beischt um das Ganze, oder? Ja. Dann ist es auch unheimlich. Ja, richtig. Ja, gut. Danke für den Besuch. Und ein anderes Mal.